Hallöchen. Ich hätte gern ein Bier. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Doch der Wille eines Templers ist stärker. Der Wille eines Templers. Halt, was dich da eine Leiche? Oh, hey, Gold! Und. Ja. Loser Stein mit Gold! Na, geh mal runter hier. Ihr wart ein Templer, Yonda. Wie konntet ihr diesen Zirkel erliegen? Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Ah, nicht solange ich noch hier bin. Und immer drauf auf, immer drauf, komme was wolle, immer drauf gehauen. Der ist platt und die sind auch platt. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann nicht vergeben werden. Danke für eure Hilfe. Ich werde euch auf eurer Jagd nach dem Skelettkönig begleiten, allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Eure Bücher haben keinen Wert für mich. Sie sind euer. Wohlan denn, Skelettkönig. Nehmt euch in Acht. Was ist das? Möchtet ihr den Templer als aktiven Begleiter auf eure Reise mitnehmen? Falls nicht, wird sich der Begleiter ins Lager begeben und euch dort jederzeit zur Verfügung stehen. Ach, nehmen wir mal mit. Lasst uns gemeinsam Ehre finden. Eine nützliche Fertigkeit. Jetzt habe ich gequatscht, ohne das Mikro anzumachen. Also ein Heiler schon nicht schlecht, also nehme ich den einfach mal mit. Tage bestehen kann, sollte es das Licht nicht fürchten. Kann ich den auch ausrüsten? Das Böse kennt weder Tag noch Nacht. Aber das Licht ist nur Waffen des Bösen im übertragenen und wörtlichen Sinne. Tja, offensichtlich kann ich bloß Waffen ausrüsten. Na, sein Speer ist aber auch schon... da gab es auch schon mal bessere Sachen. Habe ich nicht irgendwas Besseres? Sein Speer hat 8,4. Hier habe ich 8,5. Hier haben wir eine Axt. Eine Einhandaxt mit 7,1. Ja, kannst du das nicht tragen? Ausgezeichnet. Jawohl, kannst du. Sehr schön. Damit bist du gleich ein bisschen stärker, tougher. Ja, den Rest kann ich nicht ausrüsten. Schade. Okay. Doch, also Hals und Finger, aber da habe ich selbst nicht mal was. Dann würde ich sagen, reisen wir doch einfach mal weiter. Er hat ja nicht umsonst diesen Weg freigemacht für uns. Hallöchen, ein Speicherpunkt und da geht es auch weiter bergab. Vierte Ebene. Wie viele Ebenen hat das Ding denn? So, da haben wir natürlich wieder verschiedene Möglichkeiten. Gehen wir erstmal nach unten und da geht's nicht weiter. Dann gehen wir doch nach oben und da geht's hier lang. Und ja. Gucken wir uns erstmal hier die Regale an. Da gibt's Gold, sehr schön. Sehr schön. Wie viel haben wir denn überhaupt? Damit müsste ich doch schon ein Achievement haben, oder? Da ist eine Tür. So, die Fässer. Erstmal umschauen, bevor wir hier eine Tür öffnen. Lecker Truhe. Mit Gold. Und Gold. Okay. Oh, die ersten Fernkämpfer sind da. Igitt, jetzt geht das los. Das ist nicht gut.
Aua! Was wollen die alle von mir? So. Ach, Mensch. Dieser eklige Pampe hier. So, ich glaube, ich habe ein Schild für dich. Kommen Sie mal her. Das ist ein 55er und das ist, ja, der bringt gar nichts. Dann nehmen wir doch einfach mal den hier. So, rein damit. Ich habe versucht zu zählen, wie viele wir getötet haben. Aber ich habe den Überblick verloren. Ja, ja, geht mir auch so. Das Problem ist jetzt, hier ist eine Tür. Und hier unten, hier ist eine Leiche. Und da ist auch eine Leiche. Verdammt. Zack, zack. Wo soll ich denn da mal hingehen? Ah, sehr gut. Teil 5. Und nun wandere ich, verflucht durch meinen einst geliebten König. Das Böse nagt an meinen Knochen und ich drohe ihm zu unterliegen. Um mein geliebtes Tristram zu schützen, muss ich mich in das Labyrinth begeben, um dort allein zu sterben. Ja. Aber keine Angst, ich komme dich besuchen. Wir kommen dich schon besuchen. Irgendwo wirst du schon rumliegen. Dumm-di-dumm-di-dumm. Weiter geht's. Tor Nummer 200. Okay. Hinter der Barrikade geht's weiter. So, wo gehen wir hin? Hm, hoch oder runter? Gucken wir mal nach oben. Da gibt's Fässer, da gibt's Tote, da gibt's Skelette und da gibt's Gold. Und Skelette. Und hoch. Da gibt's eine Truhe. Mit Skeletten. War ja völlig klar, dass die jetzt kommen. Was? Schildträger? Schildträger sind überhaupt nicht schön. Das war ein guter Treffer. Okay. Was? Erkundungsstiefel. Nein, den wollte ich nicht haben. Jetzt sind diese Symbole wieder weg hier. Weg mit dem Teil hier. Was haben wir denn hier? 5% bessere Chance, einen magischen Gegenstand zu finden. Tja, ich stehe auf magische Gegenstände. Zack. Hätte wieder mal ins Mikro gehauen. Gold. Und was haben wir hier drüben versteckt? Toten Dorfbewohner, hat sich gut versteckt. Ansonsten sehe ich hier nichts, außer dass hier vielleicht noch das ein oder andere Skelett vorbeikommt. Noch den Dorfbewohner und dann ziehen wir uns mal wieder hier rüber. Denn hier drüben gibt es auch nochmal einen Raum. Und Fässer, Fässer, Fässer mit ein bisschen Gold. Habt ihr jemals Angst, wenn ihr kämpft? Angst entspringt der Unsicherheit. Die Götter leiten mich. Dann sind wir beide gesegnet. Mein Glaube schützt mich gegen die Furcht. Hallo! Alter Blocker! Ah. So, jetzt kommen die Kobolde. So. Ach komm. Mach das mal. Ich schaue mich mal ein bisschen um und schände ein bisschen und... Ach je, immer das.